Farbige Briefumschläge kosten mehr Porto. Statt 85 Cent müsst ihr 1 Euro draufkleben, weil die Deutsche Post die Anschrift von farbigen Briefumschlägen nicht automatisch lesen kann. Aber welcher Farbton ist eigentlich noch in Ordnung und welcher ist zu kritisch? Das werde ich mit einem kleinen Versandtest herausfinden. Ich schicke diese 3 Briefe in unterschiedlichen Farbtönen ab und mal schauen, ob der Empfänger dafür nach Porto bezahlen muss oder nicht. Ja, der erste Brief ist eigentlich fast weiß, nur mit rosa Elementen. Der zweite Barbie-Brief ist vollflächig rosa und der dritte Barbie-Brief ist richtig vollflächig kräftig pink. Ja, der Clou, alle 3 Briefe wurden mal offiziell von der Deutschen Post produziert und verkauft als sogenannter Plusbrief individuell. Hier kleben noch 55 Cent Porto drauf. Das werde ich natürlich erhöhen auf 85 Cent Porto. Ja, und dann geht die Post ab. Mal schauen, ob der Empfänger Marco dafür nach Porto bezahlen muss. 6 Kalendertage sind vergangen, eine lange Zeit, und endlich sind die Briefe bei Marco angekommen. Überraschung, er musste für keinen einzigen Brief nach Porto bezahlen, auch nicht für diesen kräftig pinken Briefumschlag, das überrascht mich wirklich. Offenbar war in allen 3 Fällen der Kontrast zwischen der Anschrift und der Hintergrundfarbe ausreichend stark, sodass die Briefe automatisch sortiert werden konnten. Bei händischer Sortierung wäre nach Porto fällig gewesen. Also hier, das Testergebnis fällt zugunsten der Deutschen Post aus, haben sie gut gemacht. Trotzdem der Tipp an euch, wenn ihr mal einen kräftig gefärbten Briefumschlag verschickt und den Empfänger von nach Porto bewahren möchtet, dann klebt am besten das Kompaktbriefporto auf und nicht nur das Standardbriefporto. Ja, alle Infos zum Nachlesen gibt es auch im Ratgeber, Link in der Videobeschreibung, und der Ratgeber befindet sich natürlich auf paketda.de.